Ich heiße Mareike und spiele die neue Rolle der Magda auf Schloss Einstein. Meine Schwester hat in der Zeitung den Casting-Aufruf entdeckt und hat mich dann gleich darauf angesprochen, dass ich doch da hingehen soll. Und das habe ich dann letztendlich auch gemacht. In meiner Freizeit mache ich etwas, wo ich mich dran auspowern kann, sei es Sport oder auch die Musik. Also ich würde gerne ein Leben mit einem Menschen tauschen, der über sein Überleben kämpfen muss. Ich würde erstmal meine Macht aufteilen auf verschiedene, weil alleine möchte ich das Deutschland garantiert nicht regieren wollen und dann verschiedene Ideen reinbringen, zum Beispiel mit Umweltschutz und Tierschutz und dann Möglichkeiten finden, das an das Volk nahe ranzubringen, dass das dann auch durchgesetzt werden kann. Magda ist sehr tollpatschig und das macht immer sehr viel Spaß, das zu spielen. Und vor allem ist dann immer gute Stimmung am Set. Umweltschutz und Co. Ich glaube an das, was in der Bibel steht. Und auch wenn es mir manchmal nicht so leicht fällt, an mich. Es ist kein Traum, aber es wäre schon mal schön, wenn die Menschen mehr zu sich selber stehen würden und sich auch so annehmen, wie sie sind. Das Besondere am Schauspielern ist für mich, finde ich, dass wenn man eine Rolle, eine Figur spielen muss und auch verschiedene Gefühle für sie aufbringt, dass man diese Gefühle dann noch tagelang in sich spürt. Also das finde ich eigentlich, dass dieses das Besondere ist, weil erst dann ist man, finde ich, ein richtiger Schauspieler, wenn man das auch wirklich hundertprozentig nachempfinden kann. Ganz viele Drehbücher und Kabale und Liebe. In 20 Jahren bin ich immer noch die Mareike, die ich jetzt bin, aber ich hoffe, dass ich bis dahin schon viel in meinem Leben erreicht habe. Ja, das war so ein zerknülltes, abgerupftes Zettelchen, wo drauf stand, willst du mit mir gehen? Ja? Nein? Vielleicht? Nein. Am liebsten schaue ich in die Landschaft hinein. In der Schule mag ich es total, wenn andere noch Unterricht haben und ich durch die Gänge renne mit irgendwelchen Freunden von mir und irgendwelche komischen Geräusche mache. Erinnerungen. Der war genauso komisch wie mein erster Liebesbrief. Das Wichtigste für mich im Leben ist, dass man mit sich glücklich ist und auch zufrieden ist. Dass ich manchmal zu viel Ehrgeiz habe. Also ich habe schon viel Positives als auch Negatives erlebt, aber so den glücklichsten Moment, den ich betiteln könnte, habe ich noch nicht so erlebt.